Herzlich willkommen bei Ralfs Gartenwelt, präsentiert von naturstein-handel.de. In diesem Fall möchte ich einfach mal so ein paar Takte, in Anführungsstrichen natürlich nur Takte sagen, über die Gartentrends, die uns in den nächsten 1, 2, vielleicht sogar 3 Jahren erwarten werden. Ein weiterer Gartentrend ist natürlich auch die Selbstversorgung im eigenen Garten. Es ist jahrelang etwas aus der Mode gekommen. Die eigentlichen Selbstversorgungsgärten, so aus den 50er, 60er Jahren, 70er Jahren teilweise noch, haben oft an Bedeutung verloren. Es wurde immer mehr zurückgebaut. Und jetzt merkt man doch, die Trendwende ist da. Die Leute achten einfach immer mehr darauf, entweder biologisch zu essen oder eben sich ihr Gemüse oder ihr Obst selber im Garten heranzuziehen. Dafür braucht man keine riesengroßen Flächen. Es geht ja auch nicht darum, sich komplett selbst zu versorgen im Sinn des Wortes, sondern einfach mal so die gängigsten Gemüse, die man gerne isst, den gängigen Salat, den man gerne isst, selber heranzuziehen. Es geht einfach darum, dass man zwei grundlegende Sachen miteinander verbinden kann. Einmal, dass man sich selber auch mit dem Garten identifiziert, dass man in ihm einfach mal sehen möchte, was man heranziehen kann und auch von der Ernte, dass man sich da einfach was Gutes tun kann. Und das Zweite ist, dass man sicher sein kann, dass diese ganzen Herstellungsmethoden bzw. Pflanzmethoden und Versorgungsmethoden auch rein biologisch sind. Ich weiß einfach, was ich da drauf packe. Das heißt, diese zwei Sachen lassen sich im Selbstversorgungsgarten hervorragend miteinander kombinieren. Und dementsprechend ist es einfach auch schön, wenn man irgendwo eine Ecke hat, wo man sich seinen eigenen Salat, seine eigenen Tomaten, seine Paprika oder eben auch über Säulenobst sein eigenes Obst heranziehen kann. Es ist überhaupt nicht schwer, auch auf kleinstem Raum eben zumindest so einige Früchte oder Gemüsearten eben für sich heranzuziehen. Es bedarf auch keinen großen Vorkenntnissen. Ich glaube, dass man, wenn man 2, 3, vielleicht 4 Jahre sowas mal angelegt hat und versorgt hat, dann weiß man ganz genau, in welche Richtung man denken muss, in welche Richtung man handeln muss. Ich kann allen nur empfehlen, die mit dem Gedanken spielen, sich einen Selbstversorgungsgarten anzulegen, fangen Sie erstmal mit einer kleinen Fläche an und nicht direkt mit 50, 60 Quadratmeter. Nehmen Sie lieber ein Hochbeet, wo Sie das Gemüse einsetzen können, wo Sie es versorgen können regelmäßig, wo Sie möglicherweise eine Bewässerungsanlage installieren, weil Sie sonst nicht regelmäßig das Ganze versorgen können. Aber sehen Sie vor allen Dingen zu, dass Sie junges Gemüse auch in den ersten Wochen ganz gleichmäßig und kontinuierlich eben anziehen können. Ein Gemüsegarten bzw. ein Selbstversorgungsgarten muss immer kontinuierlich gepflegt werden. Daran scheitert es sehr, sehr häufig bei geraden Leuten, die keine Erfahrung damit haben. Jeden Tag 5 Minuten da mal eben durchgehen, ein bisschen die Erde aufgrubbern, dafür sorgen, dass kein Unkraut sich bildet, ganz kurz eben gießen von unten und nicht über die Blätter. Die sorgen nachher für eine schöne und gleichmäßige Ernte. Der Vielfalt sind natürlich keine Grenzen gesetzt. Da muss man einfach nur mal in ein gutes Pflanzencenter gehen und man kriegt im Frühjahr alles Mögliche angeboten, herangezogen. Das ist auch der einfachste Weg für Leute, die in dieses Thema einsteigen wollen. Holen Sie sich einfach mal so etliches, ein breites Spektrum an Gemüsepflanzen und sehen dann einfach, was Ihnen gut gelingt und was vielleicht bei Ihren Bodenverhältnissen etwas schwieriger ist. Sortieren Sie das im ersten Jahr direkt aus und im nächsten Jahr hat man dann von der Ernte deutlich mehr, weil man sich auf das konzentriert, was man erstens mag, womit man gut zurechtkommt und was eben aufgrund der Bodenverhältnisse eine reiche Ernte verspricht. Jetzt ist der Begriff Selbstversorgung oft ein bisschen irreführend. Die Leute meinen immer, ich will mich gar nicht selber versorgen, komplett mit einem Gemüse. Darum geht es manchmal auch gar nicht. Allein schon die Rubrik Naschpflanzen sorgt dafür, dass man einfach, wenn man durch den Garten geht oder eben auf dem Balkon auch nur geht, dass man hier und da sich einfach mal was abpflücken kann, wo man sicher sein kann, dass es nicht gespritzt, dass es nicht besonders behandelt. Das heißt, ich gehe einfach an den Strauch bzw. an die Gemüsepflanze, ziehe es aus der Erde und kann es tatsächlich nach einem kurzen Abreiben so komplett essen, wie ich es vorgefunden habe. Da ist nichts Schlimmes bei. Ich denke einfach zum Beispiel an die Möhre, die man aus dem Boden zieht, ganz kurz unter Wasser die Erde abspült und schon kann ich sie essen. Was ich in einem normalen Supermarkt eben kaum machen kann. Es geht aber nicht nur um die kleine Möhre.
die da in Frage kommt, sondern die Cherry-Tomaten zum Beispiel, an denen ich vorbeilaufe, Spalierobst, Säulenobst zum Beispiel, was ich auf engstem Raum heranziehen kann, ganz viele Salate fallen darunter, die ich mal eben im Vorbeilaufen herauspflücken kann, ganz kurz eben abspülen, dass eben die Erde herunter ist und dann kann ich sie direkt verarbeiten. Frischer geht es selbst auf kleinstem Raum nicht. Ein Balkon oder auch ein kleines Hochbeet reichen im Garten für solche Naschpflanzen durchaus aus.